Forschungsschiff Jäger. Hier haben wir noch ein unidentifiziertes Reich. Das heißt, du kommst mal darüber. Johann König, du fliegst. Du fliegst. Wie machen wir das jetzt am besten? Ich würde sagen, einfach auf direkten Kurs nach Barad Star fliegst du halt einmal außen rum. Das sollte aber nicht das Problem sein. Unsere Heimatflotte ist angekratzt. Das heißt, ich werde auf der Erde nochmal schnell eine neue Korvette der Minx-Klasse bauen. Hier könnten wir noch ein Observatorium machen. Sollte ich machen? Im Eurav-Was-System sind wir auf unbekannte Alienschiffe gestoßen. Die nennen wir Jota-Aliens. Die werden wir auch bald... dingsen. Im Einsatz vermisst. Mindestens eine unserer Flotten wird vermisst, bis sie sich wieder unseren Streitkräften anschließen kann. Wird einige Zeit vergehen. Die Jäger wird vermisst. Das ist schlecht. Das ist extrem schlecht. Besonders zu dem momentanen Punkt. Wir verlieren hier gerade Mineralien aus irgendeinem Grund. Achso, wegen der Reparatur. Okay, hier werde ich dann mal das Observatorium bauen. Hier Grenzreichweite plus 20%, das ist schön. Ermöglicht Beseitigung von was weiß ich, aber hier die Lebensdauer zum Beispiel, die ist ganz nett. Die braucht auch nicht so lange. Und hier oben können wir in Sarpokus. Rio Grande, wo bist du? Du bist oben oder unten? Du bist oben, das heißt die Doolittle. Mit der Doolittle werden wir zuerst mal... Nein, wir werden direkt nach Sarpokus fliegen. Auf Barad Star gibt es tatsächlich Betarian-Stein. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Das ist extrem gut. Das ist extremst gut. Und das Schöne ist, wir haben das bereits schon angeschlossen. Das heißt, jetzt kommt mal Plan B. Research complete. Okay, das ist recht gut. Das soll mich nicht interessieren. Frage ist, wie machen wir hier zum Beispiel die ausufernden Slums, die werden wir mal löschen. Hier können wir nichts bauen, weil wir keine Mineralien haben, mal wieder. So, die Jäger ist wieder aufgetaucht, stopp, die Jäger ist wieder da aufgetaucht, ich... Wow, wir sind schon bei 23 Minuten. Ich würde mal, Entschuldigung, weiter aufnehmen. Und dann... Was sucht die Jäger hier? Hm. Die Jäger ist aus irgendeinem Grund wieder hier. Okay. Soll mir recht sein. Dann fliegst du mal hier nach Kaspardene. Ja, Physikforschung haben wir. Solarfeldnetzwerk, Physiklabor. Dann werden wir mal hier die blauen Kristallkondensatoren fertig erforschen. Jonas König, du darfst... hier die Trümmer erforschen. Tja. Jetzt ist die Frage. Also die Baureihe haben wir jetzt vollendet. Das heißt, wir haben hier das Observatorium. Bringt uns Sensorreichweite 50% und Feldproduktion für alle drei Bereiche plus 10%. Das ist natürlich eine ganze Menge. Vor allem... würde ich hier gerne, dankeschön, hier das Betarian-Kraftwerk hinsetzen. Das bringt uns nämlich sehr schön viel Geld. Da werde ich mal, ja, werde ich mal auf die Forschung vernachlässigen und die darüber ziehen. Ansonsten kann ich hier ja nicht viel machen, außer die restlichen Gebiete noch freischalten. Allerdings in San Fernando... hier hätten wir tiefe Krater, die wir bräuchten, beziehungsweise die wir zerstören müssten. Wie schaut es hier aus mit der Nahrung? Bloß 1. Das ist jetzt nicht so toll. Aber ich werde hier eine einfache Mine bauen. Und sonst können wir hier ja nicht viel machen. Raumhafen können wir schlecht, weil das viel zu viel kostet gerade.
Und sonst haben wir gerade auch nicht so sonderlich viel zum Tun, außer hier die Rio Grande. Nein, nicht die Rio Grande. Die Doolittle. Da brauchen wir noch 25 etwa, aber du kannst schon mal nach Yem Kakuset hinfliegen. Beziehungsweise du bewegst die einfach hier hin und gehst nicht in Orbit rein. Trümmer analysiert, das bringt uns schön viel Zeugs. On Detail. Nichts Interessantes. Aber okay. Wir verlieren langsam Unterstützung. Das ist jetzt nicht so toll, aber ich werde mich mal wieder unterstützen. Also wir haben sowieso immer quasi immer gewonnen, weil die anderen bloß 9% oder so haben. Das wäre also nicht das Problem. Das Problem wäre eher, dass wir unser Versprechen nicht halten konnten hier mit dem Bergbaumandat. Construction complete. Was jetzt aber auch nicht so das Problem sein müsste. So, die Johann, Johann, Quatsch, die Jonas König. Die fliegt mal nach Gasmaton. Und ich finde das toll, dass da wirklich zwei Reiche direkt nebeneinander sind, die sich unter anderem auch eventuell mit etwas Glück bekriegen könnten. Immortzivilisation, zersplitterte Nationen. Das ist natürlich schön. Construction complete. Toll, wie die ausschauen. Despotisches Imperium, direkte Demokratie und hier auch nochmal ein despotisches Imperium. Das ist jetzt nicht so toll. Mr. Kurzi wurde zum Dings und das Nichterfüllen der Wahlversprechen hat der Herrschaft von Kanzler Mr. Kurzi ein Ende bereitet. Heißt das, wir sind nicht mehr, oder? Nein, wir sind schon Mr. Kurzi wiedergewählt. Also, pö. Kann ich das hier nachschauen? Das ist der Gouverneur. Wir haben auf Itil-Sadom die Gegenwart einer Präraumfahrtzivilisation entdeckt. Sie befinden sich an einem frühen Industriezeitalter, in dem Elektrizität und Verbrennungsmotoren allmählich weit verbreitet benutzt werden. Okay. Auf Itil-Sadom. Da ist der Anführer. Fraktionen? Doch. Also wir sind anscheinend noch. Wir sind anscheinend noch Chefs. Hier ist ein Forschungsschiff, ein gegnerisches. In Caspadone war die Zivilisation, ja. Dann werde ich in Caspadone. Ja, werde ich mit der Rio Grande darüber ziehen? Oder ich habe eine andere Idee. Ich werde hier in Despard noch einen Außenposten hinsetzen. Ich weiß es nicht. Du kommst zuerst mal hierher. Und dann schauen wir uns mal an, wie wir uns verhalten am besten. Ich möchte ungern Krieg mit ihnen anfangen. Aber ich würde sehr, sehr gerne. Ich würde sehr, sehr gerne. Irgendwie weiterkommen. So, hier zum Beispiel kannst du noch eine Bergbaustation bauen später. Und jetzt haben wir zum Beispiel hier auch das Yem Kakuset. Quatsch. Auf Yem-Kakuset einen Beobachtungsposten. Den können wir auswählen. Und hier können wir jetzt sagen, nein, Beobachtungsposten auswählen. Hier können wir sagen, momentan bekommen wir 3 soziale Forschungen pro Monat. Wir könnten, also das ist momentan die passive Beobachtung. Wir könnten eine aggressive Beobachtung nehmen. Das heißt, wir nehmen immer lebende Formen, beziehungsweise Proben. Und schauen uns an, wie sie sich entwickeln. Hier die technologische Aufklärung. Wir helfen ihnen, ins Raumfahrtzeitalter zu kommen. Das kostet im Gegensatz dazu was. Und das können wir gerade auch nicht machen, weil wir die einheimischen Erleuchtung nicht gestattet haben. Oder hier die geheime Infiltration. Das heißt, wir könnten diesen Planeten annexieren. Quatsch, annexieren, annektieren. So. Wir könnten die jetzt entweder weiter beobachten. Wir könnten die natürlich auch annektieren. Die Frage ist, was machen wir da am besten? Momentan werde ich die mal passiv beobachten.
Und ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob wir den Planeten übernehmen sollen oder ob wir dem zuschauen sollen, bis sie ins Raumfahrtzeitalter kommen. Hat beides Vor- und Nachteile. Die Frage ist bloß, wie groß sind die Vor- und Nachteile von den jeweiligen Sachen? Und hier kann ich ja nichts bauen, da ich zu weit weg bin. Wo ist er da? Nein, hier sagt er mir immer zu wenig von irgendwas. Wir haben übrigens auch das Maximum. Nein, nicht das Maximum, ich dachte schon, weil es bei genau 1500 stehen blieb. Okay, bis zum Maximum haben wir noch eine ganze Menge. Allerdings haben wir schon fast das Maximum an Einfluss erreicht. Das habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. In einer Demokratie erhält man anscheinend wesentlich mehr. Okay, ich könnte hier bauen. Liegt im Raumbereich von Salischer Bund. Okay, das ist prima. Dann können wir die nämlich auch beobachten. Research complete. Und dann kann ich hier in Dispart noch einen Außenposten reinsetzen. Das ist sehr, sehr toll. So, hier haben wir jetzt das DNA-Mapping erforscht. Ja, bitte erforschen. Das Einzige, was mir gerade auch einfällt, ich habe hier die ganzen Forschungstexte nicht durchgelesen. Weder privat noch hier jetzt im LP. Soll ich das in Zukunft machen oder nicht? Ich weiß es ganz ehrlich nicht. Ich glaube jetzt nicht. Anführerlimit plus 2 Erlasskosten minus 15%. Wir haben auch noch keine Erlasse wirklich verwendet. Regeneratives Rumpfgewebe ist natürlich sehr schön. Braucht aber auch 146 Monate. Nochmal 146 Monate. Darum werde ich mal hier das Weltraumgefecht etwas erforschen. Das ist ja auch gleich fertig in einem Monat. In der Umlaufbahn des Gasriesen Dispart 1 wurden uralte Trümmer einer Art Cybrix-Raffineriekomplex von gewaltigen Ausmaßen gefunden. Zurückgebliebene Energiespuren legen nahe, dass er von einer Antimaterie-Waffe vernichtet wurde. Gut, dann können wir das erforschen. Ja, ist gut. Ja, halt, stopp, da. Wir hätten jetzt Blausplitterwerfer erforscht. Das ist schön. Hyperraumrouten-Kartografierung. Ermöglicht die Kartografierung jeder Hyperraumroute der Galaxie. Gibt uns einen klaren Vorteil gegen die, die es tun. Hier ein Plasmawerfer oder hier mehr Erkundungsgeschwindigkeit und Unterraumsensoren. Gefallen mir alle drei jetzt nicht so sonderlich toll. Die machen aber auch gut Schaden. Gut, dann werde ich mal die Plasmaforscher erforschen. Kasmaton? Nein, nicht Kasmaton. Wo zum Kuckuck war hier jetzt die Cybrix-Refinerie? Die war da unten in Dispart. Okay, die war in Dispart, dann ist mir das relativ wurscht. Du fliegst mal nach Struttmar. Die Doolittle. Obwohl, nein. Nicht die Doolittle, sondern erstmal hier das fertig bauen. Gibt es hier bewohnbare Planeten? Nein. In Dispart gibt es bewohnbare Planeten? Nein. Aber ein Forschungsschiff ein gegnerisches, das gefällt mir mal überhaupt gar nicht. Dann können wir in Dispart noch einen Außenposten bauen. Hier haben wir jetzt zwei Beobachtungsposten, das ist sehr schön. Bekommen wir soziale Forschungspunkte, wie gesagt. Schreibt es bitte in die Kommentare, sollen wir die übernehmen oder nicht? Ich verhalte mich, da drüben gibt es wieder Batteriensteine. Der Gegner hat jetzt nichts Spezielles, außer hier extrem viel Physikforschung. Aber das sollte jetzt alles nicht so das Problem sein. So, Forschungsschiff. Du fliegst nach Dispart, du fliegst nach Dispart, du fliegst nach Dispart, so. Wissenschaftler hat Fähigkeit 5 oder höher, das haben wir natürlich nicht, oder? Du bewegst dich einfach mal dahin, dann sehen wir schon. Die SRF Doolittle. Die SRF Doolittle, die ist da oben, kann noch mehr Mineralien abbauen, würde ich sagen. Weil Energie haben wir gerade. Und diese Bergbaudinger brauchen wir ja eh.
Das Einzige, ich würde gern Einfluss ausgeben. Darum schauen wir uns das Ganze jetzt mal an im Reich. Bei... Nein. Konnte ich das jetzt nochmal machen? Das ist die Heimatwelt. Das ist sehr schön. Wo zum Kuckuck konnte ich nochmal da die Erlassliste? Allerdings gab es auch noch eine andere Erlassliste. Also ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wo da in der Politik war die Liste. Da haben wir jetzt nämlich verschiedene Richtlinien, die wir auch noch ändern können, beziehungsweise Erlasse, die zwar monatlich Unterhalt kostet, aber auch einige Sachen bringen. Beispiel hier Informationsquarantäne, Ethikabweichung minus 10%, allerdings auch Forschungsgeschwindigkeit von minus 5%. Forschungsgeschwindigkeit plus 10% klingt gut. Ich bin jetzt hier mit Kristallwesen den Einsatz einer Spezialtechnik, welche augenblicklich die Systeme erkundet, in denen sie leben. Nee, ist nicht so toll. Ansonsten gibt es hier eigentlich nicht so sonderlich viel, was mich interessiert, gerade außer hier mehr Forschungsgeschwindigkeit, was uns allerdings plus 15% Ethikabweichung bringt, was jetzt auch nicht so toll ist. Aber dann schauen wir mal hier auf der Erde, was gibt es hier noch? Ethikabweichung, bla bla, Zufriedenheit plus 10, Migrationsaktivität, Feldproduktion von Energie, Baukosten und Baugeschwindigkeit oder hier mehr Forschung, kostet 150. Dann werde ich mal den hier verwenden. Der ist dann jetzt aktiv für 10 Jahre, bringt uns mehr Forschung. Warum denn auch nicht? Möchte ich noch was bauen? Hier wollte ich eigentlich noch was bauen auf der Oberfläche, nämlich das hier zuerst mal zu einem Bitarian-Kraftwerk 2 ausbauen. Hier eventuell noch ein bisschen Forschung rein. Und die zwei können wir eigentlich auch noch, beziehungsweise das eine können wir noch verbessern. Dann war es das eigentlich auch schon, weil wir keine Ressourcen mehr haben, beziehungsweise keine Mineralien. Sind wir immer so am untersten Niveau? So wie viel? Wir brauchen eine Stufe 5. Was haben wir gerade? Fähigkeit 4. Das heißt, da kommen wir erst später hin. Ist ein bisschen doof, aber egal. Achso, du wolltest ja hier noch was bauen, ich vergaß. Du, die SRF-Jäger. Kannst nach Voleus fahren, fliegen, wie auch immer. Rio Grande. Wie viel kostet Doolittle? Wie viel kostet hier der Außenposten? Der kostet 100. Dann werde ich noch das da schnell bauen. Und danach... Warum in San Fernando? Ich möchte nicht nach San Fernando, ich möchte hier unten hin. In Despard. Da möchte ich nämlich noch einen Außenposten bauen. Können wir dann eh gleich, nämlich in 10 Tagen. Jetzt könnten wir hier einen Außenposten bauen. Ich schaue nochmal auf die Karte. Müsste aber passen von den Reichweiten her. Der liegt ja bei uns im Bereich und die zwei könnten mit etwas Glück auch in unserem Bereich sein. Darum Außenposten hier hingebaut. Und das war's dann eigentlich auch schon. Außer die König, die können wir noch wegführen. Zum Beispiel hier nach unten. Wir könnten hier auch ein bisschen aufräumen. Danach links noch ein bisschen expandieren. Beziehungsweise nach Westen. Und hier Karzu, beziehungsweise Ikarsuri Interstellar Empire, die sollten wir im Auge behalten. Ich weiß nicht, was die vorhaben. Aber das war's dann eigentlich auch schon für die heutige Folge. Für die heutigen, ich habe ja gesagt, die Schnippel. Darum, ich hoffe, es hat euch gefallen und wie immer gilt. Flottenkapazität. Tiefer Krater, glaube ich, mussten wir wegmachen. So viel zu mein Treibsambassin und tiefer Krater. Okay, dann werde ich mal hier die Treibsandbassin wegmachen. Gut, jetzt aber dann. Das war's für die heutige Folge. Halt, Pause. So, das war's dann für die heutigen Folgen und wie immer gilt grüßlich euer Mr. Kruzi.